Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, ich bin sehr froh darüber, dass wir mit dem Antrag einmal deutlich gemacht haben, wie die Positionen der Fraktionen in diesem Hause sind. Das ist wichtig. Ich will das gleich sagen, was Sie eben gerade gesagt haben, ist natürlich für Leute, die dem Rechtsstaat verbunden sind, nicht nachvollziehbar. Das hat auch der ehemalige Bundeskanzler Schröder nicht gesagt. Der hat von Wegsperren gesprochen in diesen Fällen, in denen der Staat keine andere Möglichkeit hat. Und Wegsperren kann auch Sicherungsverwahrung sein. Deswegen ist, und das muss ich hier nochmal sagen, das hat auch Frau Kollegin Borchert nicht verstanden, das ist eine Maßregel der Sicherung und Besserung. Und wir haben eben einen Unterschied dieser Begriffe beim ist ja gut. Ich weiß, dass ich bei Ihnen versage. Da habe ich nicht den nötigen pädagogischen Sachverstand. Ich will Ihnen nur, weil Sie etwas gesagt haben, was mich natürlich als ehemaliger Richter ziemlich trifft, dass ich aufrufe, Urteile zu missachten. Liebe Frau Borchert, ich befinde mich da in sehr guter Gesellschaft. Das Bundesverfassungsgericht, wenn Sie nett zu mir sind, dann zeige ich Ihnen auch die Fundstelle. Ich lese jetzt mal, darf mit Genehmigung der Präsidenten vorlesen, was das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung, die ich zitiert habe, nach der Entscheidung des europäischen Menschen... Halten Sie sich doch mal ein bisschen zurück. Wir reden jetzt unter Leuten, die ernsthaft mit dem Thema umgehen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, auf dem Sie Ihre ganze Rede hier gestützt haben, Folgendes ausgeführt. Nun hören Sie mal gut zu, ich kann es Ihnen auch schriftlich geben. Die Fachgerichte haben in nachvollziehbarer Weise die Gefahr bejaht, dass der Beschwerdeführer infolge seines Hanges erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Diese Annahme ist nachvollziehbar begründet. Sie beruht unter anderem auf einem widerspruchsfreien und plausiblen Gutachten eines externen Sachverständigen. Jetzt kommt der Satz. In Anbetracht dessen überwiegt insoweit das Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit gegenüber dem Freiheitsgrundrecht des Beschwerdeführers. So unser Bundesverfassungsgericht. Und das sind die Richter, an denen ich mich als Demokrat in der Bundesrepublik Deutschland orientiere. Liebe Frau Borchert, das habe ich ausgeführt. Wie gesagt, das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. An die haben wir uns auch als Gesetzgeber zu halten. Und Sie haben so nett darauf hingewiesen, dass es eine ähnliche Antragstellung im Niedersächsischen Landtag gegeben hat. Natürlich haben wir in den Bundesländern alle das Problem, dass durch einen Wegfall der nachträglichen Sicherungsverwahrung, die Herr Andrejewski und Sie fordern, ein bisschen interessant, was da von beiden Flügeln kommt. Sie tun das beide. In der Sache haben Sie die gleiche Äußerung getan, mit unterschiedlichen Begründungen, das gestehe ich Ihnen zu. Aber wenn wir die nachträgliche Sicherungsverwahrung abschaffen, dann haben die Länderpolizeien einen Riesenaufwand. Sie kennen einige der spektakulären Folgen, in denen aufgrund von rechtlichen Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland die nachträgliche Sicherungsverwahrung aufgehoben werden musste. Das ist hier zitiert worden. Und was heißt das? Rund um die Uhr Bewachung eines brandgefährlichen Täters mit hohem Aufwand durch die Länderpolizeien. Und deswegen ist das auch ein sehr stark auf die Interessen der Länder ausgerichtetes Thema. Und deswegen ist es wichtig, in allen 16 Landtagen dazu entsprechende Beschlüsse zu fassen. Das sind wir wirklich auch in diesem Fall der Polizei und der Sicherheit unserer Bevölkerung in unserem Land schuldig. Und für mich war wichtig, dass wir noch mal sehr deutlich den Unterschied herausgestellt haben, wie man es denn hält in den Fällen, in denen wirklich kein anderes Mittel mehr da ist, als dass das persönliche Freiheitsrecht eines Gewalttäters, und das hat er nach wie vor als Träger der Menschenwürde, dass das persönliche Freiheitsrecht gegenüber der zu vermeidenden Gefährdung der Bevölkerung zurückzutreten hat. Das hat Herr Niseri neulich gesagt, als Sie das, was Sie zitiert haben, würde er heute genauso sagen, weil ich weiß, dass es dazu eigentlich auch keine wirklich unter rechtlich denkenden Menschen denkbare Alternative gibt. Sie sollten da Ihre Vorurteile, Frau Borchert, ein bisschen runterschrauben. Sie sollten auch nicht auf alle Äußerungen von Interessengruppen
hören, sondern Sie sollten Ihren eigenen, bitte Ihr eigenes Gewissen einmal anstrengen. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie einmal Angehörigen eines Opfers erklären müssen, dass nur deswegen Ihr Kind nicht mehr lebt, weil wir als Politik nicht in der Lage waren, aus Ereignissen die richtigen und rechtsstaatlich erforderlichen Folgen zu ziehen. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen, aber das genau wäre die Konsequenz, wenn wir Ihrer Auffassung folgen. Herr Dr. Jäger, gestatten Sie eine Anfrage der Abgeordneten, Frau Borchert. Bitte, Frau Borchert. Jäger, stimmen Sie mir zu, dass die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag im Jahre 2008 darauf aufmerksam gemacht hat, dass uns der Schutz der Opfer ein sehr hohes Gut ist. Und ich verstehe Sie, in diesem, in Bezug auf die Äußerungen eine Frage. Frau Borchert, ich habe gar keinen Grund, Ihnen dazu zu widersprechen. Aber was Sie heute gesagt haben, ist genau das Gegenteil. Sie haben sich heute gegen die Sicherheit der Opfer und für Täter ausgesprochen, gegen die wir uns wehren müssen. Und das muss ich hier einmal sagen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das mal so offen tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte dringend um Zustimmung zu unserem Antrag werben. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU und SPD auf Drucksache.